willkommen zurück auf meinem Kanal Neue Wege erleben. Wir sind wieder im Harz bei minus 15 Grad Schnee und es ist noch stockdunkel. Warum ich wieder so früh unterwegs bin, das erfahrt ihr in dem Video. Viel Spaß dabei! Blaue Stunde. Also der ursprüngliche Plan für heute war eigentlich, mit dem Bike auf den Brocken zu fahren bei Schnee. Das war mir jetzt aber mit minus 15 Grad doch ein bisschen zu kalt und habe so befürchtet, da wird wahrscheinlich viel zu viel Menschen unterwegs sein im Brocken bei dem Wetter. Deswegen zweiter Plan war dann Sonnenaufgang auf der Wolfswarte. Auch ein ähnlicher Berg wie der Achtermann, wo es jetzt gerade hingeht. Eignet sich aber eigentlich eher für den Sonnenuntergang, habe ich dann rausgefunden. Und deswegen laufen wir zum Achtermann hoch und später dann zur Wolfswarte weiter. So ist der Plan. Was für eine Stimmung hier oben. Man hört absolut nichts. Die blaue Stunde. Die toten Bäume, der glitzernde Schnee, der Mond scheint. Wahnsinn. Da hinten ist schon der Gipfel vom Achtermann und da sind wir jetzt gleich und dann sollte das einen richtig coolen Sonnenaufgang geben. Ich werde jetzt gar nicht viel erzählen, ich werde einfach mal die Bilder sprechen lassen. Genießt den Sonnenaufgang. Denn das mache ich jetzt auch. Fast behaupten, das ist der schönste Sonnenaufgang, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ist heute einfach perfekt mit dem Wolkenmeer, dem Schnee, absolut klarer Himmel, klare Luft. Grandios. Dann haben wir den Brocken, da geht es allerdings heute nicht hin. Da ist mir zu viel los. Ich gehe jetzt hier wieder runter und dann in Richtung Wolfswarte. Ich laufe jetzt hier auf dem kleinen Pfad hier weiter, fernab von den Hauptwanderwegen. Ich bin jetzt eigentlich auch ganz alleine. Ein kleiner Umweg rund um den Achtermann und dann geht es weiter in Richtung Wolfswarte. Guckt euch das an. Winter Wonderland. Wahnsinnig, wie schön das heute ist. Es glitzert alles, die Sonne steht immer noch schön tief, alles verschneit. Bisschen bizarr mit den vielen toten Bäumen hier. Aber trotzdem total schön. Freuen wie ein Schneekönig. Das passt heute aus zweierlei Sicht. Natürlich, weil so viel Schnee liegt. Aber auch so freue ich mich über die grandiose Zeit hier oben. Hervorragend, echt. Richtig toll. Ich versuche mich sowieso mal so ein bisschen von den Touristenmassen oder Besucherströmen fernzuhalten. Natürlich auch wegen Corona, aber auch sonst versuche ich das immer nach den besten Möglichkeiten, wenn ich unterwegs bin, weil dann noch einfach das Naturerlebnis eine ganze Ecke schöner ist. Und bisher klappt das heute auch ganz gut, trotz des extrem guten Wetters. Nicht gut, dass ich den Weg hier gewählt habe. Hier sind außer mir wirklich keine Sau. Das macht es umso besser. War nur so ein ganz schmaler Pfad zwischen den Bäumen lang. Da kann man auch richtig gut laufen. Hätte man auch gut mit dem Bike lang fahren können, mit dem Mountainbike. Also der Schnee ist richtig schön fest. Ich war mir so ein bisschen unsicher, weil es vorgestern oder so wohl Regen angesagt war und gefrierender Regen. Da habe ich mir gedacht, falls das jetzt ein bisschen antaut und dann wieder friert, dann könnte das ziemlich vereist sein. Das habe ich vor einigen Jahren mal im Harz erlebt. Da war unter dem Schnee so eine richtige Eisschicht und man konnte kaum laufen. Aber es hätte richtig gut funktioniert heute. Unten haben wir den Oderteich. Zugefroren, zumindest wie von hier aus das aussieht. Ich laufe da jetzt nicht runter und weiter in die Richtung, weiter zur Wolfswarte. Weiterhin kaum eine Menschenseele. Ein paar Langläufer habe ich gesehen bisher, vereinzelt Wanderer, aber sonst wirklich kaum jemanden. Also es macht immer Sinn, sich so ein bisschen mit der Umgebung auseinanderzusetzen, von den Hauptattraktionen fernzuhalten, die dann lieber besuchen, wenn weniger los ist. Und es gibt mindestens genauso schöne Ecken rundherum, jetzt hier im Harz. Muss nicht immer auf dem Brocken, definitiv nicht. Ganz viele tolle andere Ecken. Brocken ist natürlich bekannt, aber der schönste Gipfel ist es sicherlich nicht, auch wenn ich gerne oben bin, das gebe ich auch zu. Fällt gerade ein, vor genau einem halben Jahr, auf den Tag genau, habe ich den Harz auf dem Hexenstieg mit dem Mountainbike durchquert. War auch eine richtig geile Tour. Ich glaube, das ist das erste Mal seit einem Monat, dass wir hier mal wieder blauen Himmel haben im Harz. Komplett. Zuletzt war das, glaube ich, als ich mit dem Gravelbike hier unterwegs war. Da habe ich euch hier oben das Video nochmal verlinkt. War auch eine grandiose Tour, im Dezember noch, und jetzt haben wir endlich mal wieder Sonne. Der schmale Weg hier hoch ist jetzt ein bisschen anstrengend, aber auch hier wieder kaum jemand unterwegs. Ich kann jetzt hier, wenn man ein bisschen rüber guckt, auch schon den Brocken sehen. Oder auch nicht. Ja, dahinter ist er. Wir laufen jetzt auf den Bruchberg. Jetzt, wenn ich es richtig gelesen habe, der vierthöchste Berg im Harz. Der zweithöchste in Niedersachsen. Da befindet sich dann auch die Wolfswarte. Ein Stückchen ab vom höchsten Punkt, aber auch wieder so ein Felsenkeil oder Felsenpyramide, so wie der Achtermann. Wir laufen jetzt an einen von den vielen Gräben lang, den künstlichen Bewässerungsgräben im Harz, die zu Zeiten des Bergbaus angelegt wurden. Es gibt auch wunderbare Trails entlang dieser Gräben, quer durch den Harz. Und dann mit dem Bike lang zu fahren, das ist richtig toll. Auch ein ganzes Stück vom Harzer Hexenstieg. Kann man schön langlaufen. Auch hier sieht man vereinzelt ein paar Spuren von Langläufern, aber ansonsten auch wenig Fußabdrücke von Wanderern. Jetzt gleich mal nach rechts gucken. Sehen wir da hinten nochmal den Wurmberg. Da hinten zwischen den Bäumen sieht man jetzt nochmal den Brocken. 1142 Metern der höchste Berg im Harz. Liegt schon in Sachsen-Anhalt. Wir laufen jetzt auf den Bruchberg. Liegt noch in Niedersachsen und ist mit gut 900 Metern, wie gesagt, der zweithöchste Berg in Niedersachsen. Und ja, wir nennen das hier wirklich schon Berg. Für Niedersachsen sind das nämlich schon Welten. Könnt ihr euch vielleicht im Süden von Deutschland nicht so ganz vorstellen. Aber das ist doch schon ganz ordentlich. So, da vorne ist der Gipfel. Da machen wir jetzt ein Päuschen. Genießen den Rundumblick. Sind wir auf dem Gipfel. Da unten sieht man den Westharz. Da wird dann auch die Sonne untergehen. Also zum Sonnenuntergang sollte man eher auf die Wolfswarte. Sonnenaufgang auf den Achtermann. Genau in die andere Richtung würde man durch die Bäume jetzt nicht so wirklich sehen. Ich habe heute einen grandiosen, wundervollen Tag hier heute gehabt. Hat sich richtig gelohnt, das frühe Aufstehen, das sehr, sehr frühe Aufstehen. Habe es auch geschafft, den allermeisten Menschen mit meiner Routenplanung eigentlich aus dem Weg zu gehen. Konnte so die Natur so richtig in Ruhe für mich genießen. Den Weg runter geht es jetzt eigentlich fast wie genauso wie hoch, ca. 5 Kilometer. Ich wünsche mir jetzt gerade so einen Schlitten, denn das ging ja eigentlich richtig gut. Habe ich leider nicht dabei. Den Weg runter kennt ihr eigentlich schon soweit. Nehme euch also jetzt nicht mehr groß mit. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinen Kanal. Ansonsten bis zum nächsten Mal.